Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neverwinter Nights, wo wir letztes Mal uns in den verwunschenen Köhlerwald vorgewagt haben. Natürlich sind irgendwie alle Wälder so ein bisschen seltsam hier in dem Spiel. Selbst wenn die tendenziell in Ordnung sind, wenn wir da hingehen, ist irgendwas kaputt, so wie bei dem Wald von Niewinter mit dem Geist der Wälder und sowas. Von daher sollten wir eigentlich von Wäldern in einem Rollenspiel sollten wir wahrscheinlich nichts anderes erwarten, außer dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist und uns irgendwas umbringen will. Ja, aber jetzt sind wir hier, haben den ersten Teil des Köhlerwalds erforscht. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal in den nächsten Teil. Aber keine Ahnung, was da genau kommt. Aber wir bereiten uns mal vor. Auf Eventualitäten. So, dann gehen wir mal. Na, schöner wird's hier anscheinend nicht. Ich gehe mal noch nicht durch das Tor. Ich will erstmal schauen, ob hier an der Seite irgendwas ist. Anscheinend nicht. Auf der anderen Seite ist auch nichts. Eine kleine Fake-Höhle. So, na gut, dann schauen wir mal hier. Hallo? Willkommen am Ort, wo die Toten liegen. Oder eher lagen? Ich bin verwirrt. Sie tun beides. Ich bin Quint. Glaube ich. Ja, seid gegrüßt. Was ist das hier für ein Ort? Oh, ihr befindet euch im Köhlerwald. Einem Ort, der nirgendwo ist. Oder eher nirgendwann. Was das bedeutet, muss ich das wissen. Ich lebe, aber ich bleibe. Jeder, der bleibt, egal was geschieht. Das ist es, was in Burg Jarek passiert ist. Wir haben dafür gesorgt, dass alle bleiben. Alles für meinen Bruder. Alles für die Kinder. Okay. Seht mir von eurem Bruder. Ein Bruder. Ein Monster. Ein Herr. Sucht es euch aus. Alles stimmt, wenn auch nichts stimmt. Hä? So lustig, weil... Ach, egal. Karlat und ich sind die Herren dieses Orts. Euer Ort ist nirgends und eure Herrschaft ist nirgends. Wir haben alles vor langer Zeit geopfert. Ich suche nach einem Kult, der für die Pest in Niewinter verantwortlich ist. Wisst ihr was darüber? Eine Pest? Ah, ein Verderbnis der Lebenden. Eine Pest würde nicht auf ihre Kosten kommen. Ein Kult? Keine Ahnung. Vielleicht. Könnte sein. Mein Bruder war viele Dinge und die Hälfte von Dingen. Vielleicht hatte er Kontakt zu einem Kult. Aber alles, womit er Kontakt hatte, stirbt. Und alles, mit dem er keinen Kontakt hatte. Ja, okay. Er gibt mir also keine klaren Antworten. Antworten? Hätte ich doch Antworten. Entscheidungen, Urteile. Alles, was ich habe, ist, was ich genommen habe. Und was Karlat nicht loslassen will. Alles wiederholt und wiederholt sich. Ihr glaubt zu wissen, was hier ist, aber das tut ihr nicht. Es ist nicht richtig, aber die Toten hören nicht zu. Sie hören nicht. Na gut, ich gehe doch mal weiter. Oh nein, ich werde euch wiedersehen. Ich sehe jeden wieder. Niemand geht fort. Nicht wirklich. Ich habe meinen Bruder Karlat aufgehalten und er hat jeden aufgehalten. Ihr werdet sehen. Ich lebe. Ihr lebt. Aber ihr könnt Burg Jarek nicht verändern. Und ihr könnt die Toten nicht verändern. Sie hören nie zu. Interessant. Das ist das, mit dem ich mal aktuell die Situation beschreibe. Schwertern gespickte Leiche. Ein bisschen seltsam hier diese ganzen Toten hier vor den Toren. Ich habe auch noch diese Rüstung gefunden. Schuppenpanzer plus 3. Ja. Der aufgespießte Leiche. Wir haben auch noch was. Ich sehe die Leiche glücklicherweise gar nicht. So. Gehen wir mal hier rein. Hallo? Gute Frau. Grüße. Ich hoffe, euer Aufenthalt in unserem Dorf wird angenehm. Es fühlen sich nur selten Fremde zu uns. Okay, kann ich ein paar Fragen stellen? Ich weiß nicht, ob sie euch meine Antworten zufriedenstellen werden. Ihr scheint mir so viel moderner zu sein als unser kleiner Ort. Okay, erzählt mir was über den Köhlerwald. Ach, da gibt's nicht viel zu erzählen. Wir sind ein kleines Dorf. Wir haben einen Bürgermeister, zwei Herren, die Jareks. Alles ist ganz normal. Okay. Und das ist aber sehr abgelegen. Wer beschützt euch denn hier? Vor den bösen Monstern im Wald zum Beispiel. Oh, wir werden von den zwei Herren Jarek beschützt. Karlat und den anderen habe ich vergessen. Sie beschützen uns. Wir sind wirklich gut geschützt. Tut mir leid, sollte mit dem Bürgermeister reden. Er steht mir nicht zu, darüber zu reden. Okay, kann ich den Bürgermeister finden?
Oh, die Halle der Mitte des Dorfs. Ihr könnt sie nicht übersehen. Und wer sind die wichtigsten Persönlichkeiten? Hm, vermutlich Bürgermeister Mobley. Er wird euch die Geschichte erzählen. Bitte, begnügt euch mit der Geschichte. Nicht wie Quint. Er hat zu viel erzählt. Und wer ist dieser Quint? Quint, er ist verrückt. Er hat allen vorgelesen. Er hat uns alle aufgehalten. Lasst ihn in Frieden. Und lasst uns in Frieden. Lasst uns, wir... Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Tut mir leid, bitte. Ich kann uns sonst nicht mehr darüber sagen. Gibt's sonst noch etwas? Ich bin auf der Suche nach einem Kult. Ach, darüber weiß ich nichts. Ich war noch nie in die Winter. Sondern immer noch dabei, die Hallen der Gerechtigkeit zu bauen. Dafür brauchen sie bestimmt eine Weile. Okay, habt ihr irgendwelche Wachen vielleicht? Vielleicht wissen die was? Ach, wir brauchen keine Wachen. Außer den einen am Burgtor. Die Gebrüder Jarek haben Köhlerwerk gegründet. Sie beschützen uns und veranstalten Feste für die Kinder. Gegen die Gebrüder Jarek sind wir hier. Ihr solltet nicht über die Jareks sprechen. Das könnte Veränderungen bringen. Das könnte Dinge beenden. Ihr solltet mit Bürgermeister Mobley sprechen. Ich kann nicht viel mehr sagen. Die Leute reden zu viel, erzählen zu viele Geschichten, so wie dieser Quint. Okay. Viele sehen. Vielleicht sprechen wir uns ja einmal wieder. Ich, weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber ich will mal untersuchen, was in dieser Kiste ist. Das brauchen die nicht. So. Er hat einem gesagt, eine Halle in der Mitte des Dorfes. Ist diese oder diese? Sehen irgendwie beide ein bisschen größer aus. Schauen wir auf das Schild vielleicht. Schild? Danford Q. Mobley, Bürgermeister von Köhlerwald, seit 1172. Moment, haben wir nicht ein anderes Jahr? Hallo? Bürgermeister? Ja? Ich bin Bürgermeister Mobley. Womit kann ich euch helfen? Ich würde ein paar Fragen stellen wollen. Ich bin gerne bereit, Fragen über unseren schönen Ort zu beantworten. Es ist auch ein wundervoller Morgen für so eine nette Unterhaltung. Okay, dann erzählt mir mal mehr von eurem Dorf. Nun, insgesamt gesehen ist es ein sehr schöner Ort. Die Herren Jarek beschützen uns und wir müssen uns sehr wenig Sorgen machen. Äußerst wenig. Okay. Ihr hört euch ein bisschen nervös an, sind die Fürsten gütige Herren? Das habe ich nicht zu beurteilen. Ihr solltet nicht über sie sprechen. Habt ihr vielleicht andere Fragen? Ach, kommt schon. Ich bin auch ein guter Bekannter von euch. Reden wir mal drüber. Ja, habt ihr recht. Aber ich möchte keinen Ärger machen. Wir sind bislang sicher gewesen vor den Geschichten. Herr Karlat Jarek und sein Bruder, wie war doch das der Name? Sie haben eine Burg aus dem Fels gehauen und diesen Ort um sie herum angelegt. Wir werden beschützt und darauf kommt es an. Wir mussten gewisse Opfer bringen und uns ihre Geschichten anhören, aber wir werden geschützt. Okay, musst du euch Geschichten anhören? Ach, Quint. Es war Quint, der die Kinder entführte. Eine Feier in der Burg. Er wollte ihnen Geschichten vorlesen. Aber das war eine Lüge. Etwas passierte an den Kindern in der Burg. Dieser Quint, er tat es. Er hat dafür gesorgt, dass alles schief ging. Er ist es, der alles ruiniert hat. Schaut, ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist jenseits meiner Macht. Wenn ihr bitte entschuldigt, ich muss wieder zurück an... etwas. Ja, ich werde herausfinden, was mit den Kindern passiert ist. Nein, ich meine... Bitte, überlasst uns unserem Schicksal. Letztlich geht euch nichts an. Wir können nichts ändern. Änderungen würden das Ende bedeuten. Okay. Ja? Ich würde ein paar andere Fragen stellen. Ich jage nämlich einen Kult, der mit dem Aufbruch einer Peste niemand zu tun hat. Oh, hier werdet ihr nichts derartiges finden. Die Anjarek beschützen uns vor solchen Veränderungen. Überhaupt, vor allem. Okay, habt irgendwelche Schwierigkeiten in der Gegend? Ach, hier gibt es nie Schwierigkeiten. Die Anjarek beschützen uns und mehr müssen wir nicht wissen. Das ist alles. Ja, ich gehe da mal wieder. Was ist denn das hier? Ist das ein weiterer Ausgang? Ein Lagerraum. Ich werde den jetzt nicht ausrauben, den armen Bürgermeister. Die sind irgendwie schon gestraft genug. Sorry. Ich glaube aber, ich werde mir auch mal das andere große Haus anschauen. So. Weg von mir! Bleib mir vom Leib! Warte doch. Lass uns. Wir können doch darüber reden. Hallo? Schön, euch zu sehen. Was? Wer seid ihr? Eines dieser willenlosen, nichtssagenden Dinger. Ihr seid alle so gut wie tot. Ihr alle. Bald wird eure endlose Geschichte niemanden mehr interessieren. Wieso? Wer seid ihr denn? Ihr kommt nicht aus dem Köhlerwald, oder? Oh nein, ich werde nicht wieder mit einem von euch reden. Ich weiß, dass wer ihr seid. Ich töte euch und dann kommt ihr wieder. Es hört nie auf. Seht, ihr erzählt mir eure armselige Geschichte. Aber dann vergesst ihr es. Warum? Weil ihr nicht hier seid. Ich bin nicht hier? Was meint ihr damit? Warum spreche ich überhaupt mit euch? Ihr seid nicht hier, sie sind nicht hier und über mich zweifle ich auch langsam. Was ist mit mir? Bin ich hier? Wer seid ihr denn eigentlich? Was geht euch das an? Ihr seid nicht hier, niemand ist hier, alles ist eine Lüge. Wie kann ich finden, was ich suche, wenn nichts wirklich hier ist? Wie? Wonach sucht ihr denn?
Es ist wichtig, dass ich finde. Sehr wichtig. Aber es ist ein Geheimnis. Ich verrate es euch nicht. Verschwindet. Och, können wir doch Geheimnisse erzählen? Ich bin sehr vertrauenswürdig. Helfen! Ha! Okay. Ja, verwendet das Alte, um das Uralte zu finden. Den Verrückten, um das Verrücktmachende zu finden. Natürlich. Der Kult des Auges hat mich hierher geschickt, um ein uraltes Artefakt von großer Wichtigkeit zu finden. Sie haben mich in dieses Irrenhaus geschickt. Okay. Wo ist der Kult denn beheimatet? Und wer führt ihn an? Er stellt zu viele Fragen, Geist. Ich denke, dass ihr nicht im Gegensatz zu den anderen zurückgekommen werdet, wenn ich euch töte. Okay. Ich bin doch gar kein Geist. Und dass ich zu viele Fragen stelle, ist natürlich eine zutreffende Aussage. Na komm schon. Lino steht hinter mir und denkt so, hä, auf was schießt er eigentlich? Ich bleib einfach mal hier stehen. So. Speer, Tagebuch eines Kultisten im Köhlerwald. Ja, damit hätten wir eigentlich auch schon unsere Untersuchungen hier abgeschlossen. Ich habe sie alle getötet. Alle habe ich sie getötet. Doch dann kommen sie wieder und immer wieder. Doch als ob das nicht genug wäre. Ich habe immer das wertvolle Artefakt der Alten noch nicht gefunden. Ich bin im Wahnsinn nah, aber dennoch muss ich weitermachen. Wenn ich zum Hetman Laske mit leeren Händen zurückkehre, ziehe ich den Zorn unseres großen Führers Maugum auf mich. Ja, es ist eine Ehre, dem Kult des Auges zu dienen. Wenn ich nur es hätte sehen dürfen, wie Niewinter gelitten hat. Stattdessen sitze ich hier im Köhlerwald fest. Ich bin zu müde, um weiterzumachen. Aber zu versessen auf meinen Erfolg, um aufzugeben. Psst, da kommen sie schon, um sich erneut töten zu lassen. Je länger ich hier bin, desto ähnlicher scheine ich ihnen zu werden. Ich zweifle schon zwischen daran, dass ich meine Heimat hier wieder sehe. Okay, aber er gibt auch Hinweise auf den Herrturm in Lasken, von dem wir schon in anderen Nachrichten gehört haben. Und daher wird das Aribet bestimmt interessieren. Aber wir könnten jetzt einfach gehen, ja? Also, anscheinend ist noch irgendwas in diesem Dorf nicht so ganz in Ordnung. Deswegen werde ich hier bleiben, um mehr darüber rauszufinden. Aber so theoretisch könnte ich jetzt einfach sagen, ciao, ihr Trottel. Ich gehe jetzt. Tschüss. Unsere Hauptaufgabe hier haben wir soweit abgeschlossen. Aber mich interessiert diese Geschichte, nennen wir es mal. Vielleicht weiß der Wächter irgendwas darüber. Hallo? Ich grüße euch. Ihr seid nicht aus der Gegend, oder? Wie auch immer. Ich rate euch, die Herren Jarek nicht zu stören. Sie müssen ruhen, wisst ihr? Okay, also überwacht das Tor. Warum bewacht ihr denn das Tor? Ich werde nicht... Bürgermeister Motley hat mir gesagt, es sei wichtig. Lass nichts hinein oder raus, hat er gesagt. Lass nichts hinein oder hinaus. Ich bin nicht von hier. Ich war ein Abenteurer. Ich komme von irgendwo weit her. Das ist komisch. Ich erinnere mich nicht von woher. Ist das nicht komisch? Okay. Wisst ihr irgendwas über die Burg? Es scheint so alt, als wäre es schon ewig hier. Das ganze Dorf scheint alt zu sein. Wir gehen einfach unseren Geschäften nach. Wisst ihr was über die Jareks? Es gibt zwei von ihnen. Karlat und Quint. Sie sind Brüder. Karlat habe ich nie gesehen, aber Quint wandert durch das Dorf und fragt nach den Kindern. Es ist komisch. Er ist niemals durch das Tor gekommen. Da bin ich mir sicher. Und ich habe überhaupt nie jemals Kinder gesehen. Ist das nicht komisch? Ja, ich würde gerne durch das Tor. Könnt ihr mich durchlassen? Bürgermeister Mobley sagte, er sagte, was sagt er doch gleich? Vielleicht sagte er mir, ich sollte das Tor für euch öffnen. Ja, das muss er aber gesagt haben. Das ist komisch. Das Schloss scheint so verrostet. Ist das nicht komisch? Bürgermeister Mobley würde wollen, dass ich das öle. Ja, ich werde einfach etwas Öl holen gehen. Okay, gut. Viel Spaß beim Ölen. Ich gehe mal hier rein. So, am Rätseltruhe. Rätselschlüssel der Burg Jarek. Sitzt noch Sand. Briefensetzende Handschrift. Diese Botschaft ist in einer seltsamen, grazilen Handschrift geschrieben. Ihr habt sie nahe einem Schlüssel im Foyer von Burg Jarek gefunden. Scheint sich um ein Rätsel zu handeln. Die drei Wege der Gerechtigkeit. Stets vorsichtig und achtsam muss der Richter seinen vor einem geraden Pfad wandeln, dem seine eine Hand versengen die Feuer des Verrats und seine andere Hand erfrieren die Geister der Rache. Der wahre Pfad der Gerechtigkeit liegt im Herz und im Kopf, denn nur mit Vernunft kann er die Wahrheit bestimmen und mit Mitgefühl kann er die Konsequenzen erkennen. Okay, ja, also, wir haben hier drei Wege. Ja, wir haben einen geradeaus, wir haben einen rechts, einen links. Ja, quasi wir haben einen durch die Mitte, wir haben einen zu unserer linken Hand und einen zu unserer rechten Hand, ja? Mit dieser Nachricht, die wir gerade gekriegt haben, die will uns sagen so, geht durch die Mitte, links und rechts sind böse Sachen. Wir als Abenteurer können natürlich sagen, oh, böse Sachen, wunderbar, wir können auch irgendwas umbringen. Ich werde das jetzt aber mal hier nicht machen, ja? Aber ich werde sagen, so, wenn wir die anderen Wege entlang gehen würden, müssten wir Gegner bekämpfen. Hier in der Mitte ist das, glaube ich, nicht der Fall. So.
Danke. Streitfliege und noch mehr Vampirpfeile. Yay. So. Springbrunnen. Mit einem Trank Klarheit. War ganz klares Wasser in dem Springbrunnen da. Huch. So. Autsch. Tja, statt Gegner finden wir im mittleren Weg finden wir Blut. Ist auch interessant. Armstiel des festen Griffs. Hermse. Hinisivan de Ledalia. Ein jungenhafter, schwächlicher Adeliger wollte aus irgendeinem unerfindlichen Grund ein meisterhafter Schwertkämpfer werden. Da ihm die Waffe immer wieder aus der Hand fiel und er unschönen Muskelwuchs vermeiden wollte, ließ sich vom Hofmagier einige Paare Handschuhe anfertigen, die es ihm ermöglichen, das Schwert mit eisernem Griff zu halten. Man verbessert es, bis der junge Adeliger dem Gegner mit einem gezielten Schlag eine blutende Wunde beibrachte. Verstört zog sich Hemsiwan für den Rest seiner Tage in abgelegenen Turm zurück, umgeben nur von frischen Obst und unterwürfigen Dienern. Nicht schlecht. Booster nennt Beidhändigkeit und Disziplinbonus. Immer so schlecht eigentlich. So, noch ein Brief versetzt mal Handschrift. Da. Die Botschaft habt ihr in den Zentralgang der Hauptgeschosse von Burg Jarak gefunden. Die Handschrift ist so anmutig, dass ihr euch durch sie bestätigt oder geschmeichelt fühlt, wenn ihr sie liest. Gerade ist der Weg, das war der wahren Gerechtigkeit und sehr schmal. Wo keine Wahlmöglichkeit existiert, die ohne Konsequenzen ist, habt ihr weise gewählt und euch eure Belohnung verdient. Denkt an diese Lektion, wenn es zur Zeit kommt, recht zu sprechen. Weil wir nur einen Schlüssel haben und wir den Schlüssel verlieren und wir die Tür aufmachen, können wir auch quasi nicht alle Wege hier durchgehen. Deswegen, tja, gut, haben wir jetzt Loot gefunden. Reden wir mal mit diesem Geist. Hallo? Seid gegrüßt, euer Ehren, und willkommen in Burg Jarek. Ich hoffe, dass ihr eure Lektionen gelernt habt. Ah, das heißt, ihr habt die Anweisungen in diesen Truhen geschrieben. Nicht ich, mein Kind. Die Anweisung, von denen ihr sprecht, wurde vor langer Zeit von Lathander, dem Gott des Morgens, in Erwartung eurer Ankunft abgelegt. Das Verbrechen geschah vor langer Zeit. So schlimm waren seine Folgen, dass Lathander sich selbst außerstande sah, die Angeklagten zu richten. Okay, erzählt mir mehr. Es war ein Verbrechen, welches das Urteil eines sterblichen Richters bedarf. Und so geschah es, dass die Burg und das Dorf dem Laufe der Zeit entrissen wurden, um eurer Ankunft zu harren. Die Angeklagten sind in ihren Türmen jenseits der Tür im Norden eingekerkert. Es sind die Brüder Jarek. Karlat befindet sich im Westturm, Quint im Ostturm. Bringt beide dazu, euch das Verbrechen zu schildern und sich einen Schwur niederzuschreiben. Wenn ihr die beiden Schwüre in Händen haltet, werde ich euren Richtspruch lauschen. Hier, dieser Schlüssel öffnet die Tür im Norden, die hinter den Stufen zu den Türmen findet. Lasst Weisheit walten, euer Ehren, und habt Mitleid mit uns allen. Okay. Gut, dann werde ich mal nach diesen Schwüren suchen. Dann geht hinaus in die Nacht, euer Ehren, und jagt, bringt uns den Morgen, den wir so lange herbeigesehnt haben. Interessant. Dürfen wir jetzt Richtsprechung machen anscheinend, aber erstmal müssen wir mit den Leuten reden. Was sagte sie? Da geht's zu Quint Jareks Turm, da geht's zu Carla Jareks. Ich glaube erstmal zu Quint Jareks Turm, glaube ich. Nicht sicher. So. Obwohl eigentlich, bevor wir jetzt hier irgendwie was machen, irgendwas, welche Gegner bekämpfen und sowas, gehen wir noch mal nach unten. Haben Kinderstimmen gehört, interessant. Im Dorf gab es keine Kinder, auf einmal hören wir Kinderstimmen. Jedenfalls, bevor ich die Folge jetzt beende und es wieder zu Action geht, können wir glaube ich einmal noch mit Lino reden, bevor wir hier kurz rasten. Hallo? Ah, hallo. Was kann ich nun für euch tun? Oh, wie wär's, wenn wir eure Geschichte weitererzählen? Ah, ihr wollt gerne wissen, wie Sinf mein Herz gewann. Na gut, das kann ich euch erzählen. Ich konnte Sinf nicht ins Gesicht sehen. Seit unserem peinlichen Treffen hatte ich beschlossen, ihm nie wieder nahe zu kommen. Doch das war leichter gesagt als getan, wie man es mit einem wagemutigen Abenteuer zu tun hatte. Eines Nachts kletterte er die 10 Stockwerke hohe Mauer meines Elternhauses hoch und er krabbelte durch das Fenster. Okay. Und was geschah dann? Als er leise begann, mir ein Ständchen zu bringen, saß ich kerzengerade im Bett und wollte gerade losschreien. Ich sprang auf mich zu, um mich zu beruhigen, doch ich wusste nicht, dass es er war. So verpasste ich ihm einen Tritt und traf ihn am Kiefer. Er taumelte zurück, hinaus auf den Balkon. Ich sprang auf, um meinen Angriff fortzusetzen, doch als ich den Balkon erreichte, erkannte ich seinen Blick im Mondschein. Er rieb sich den Kiefer mit schwarzverzerrtem Geblick. Also, ich wollte mir erzählen, dass euer Mann den Kiefer gebrochen hat. Er hatte bloß einen blauen Fleck. Aber es musste ihm ganz schön wehgetan haben, denn als ich erkannte, was ich angerichtet hatte und ihm aufhelfen wollte, glaubte er wohl, ich wollte ihn noch ein zweites Mal attackieren. Er sprang über die Balustrade, weil er mich mit seiner Gegenwehr nicht verletzen wollte, wie er später sagte. Ich fürchtete schon, er würde runterstürzen und sich alle Knochen brechen, also rannte ich hinüber, um ihn aufzuhalten.
Er hatte sich aber zwischen den Stangen des Geländers am Boden festgekrallt und versuchte nun, sich auf eine tiefer gelegene Taste zu schwingen. Dummerweise konnte er seine Finger nicht sehen. Oh Gott. Ich trat ihm also genau auf die rechte Hand, sodass er von seiner Kante abrutschte. Eins gelang es ihm noch, sich mit der linken anzuhalten. Meine Angst, er könnte sterben, bat ich sehr in ihm die Kraft, ihn zu retten. Ich spürte, wie ihre Kraft durch meine Muskeln floss und beugte mich über die Kante und fasste nach seiner Hand. Ich zog, hörte einen lauten Knall und zählte ihn über die Mauer. Dabei muss ich ihm wohl die Schulter ausgekugelt haben. Ja, er hat aber wenigstens überlebt anscheinend. Seine Dankbarkeit hielt sich zunächst in Grenzen. Er lag einfach auf dem Balkon, hielt sich krampfhaft die Schulter und rieb sich den Kiefer. Ich wollte mich bei ihm entschuldigen, aber er flehte mich an, ihn ja nicht zu berühren. Schließlich war ich seinen Protest leid. Ich schnappte mir seine Schulter, renkte sie wieder ein und sprach ihn heil, um seine Schmerzen zu lindern. Okay. Und das hat er euch dann vergeben. Ich gab ihm jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Ich half ihm auf, küsste ihn innig und führte ihm meine Schlafgemächer. Von da an hatte er keinen Fluchtgedanken mehr. Gut für ihn und für euch. Seit dieser Nacht waren wir ein Paar und wir heiraten Jahre später. Das war die glücklichste Zeit meines Lebens. Ich wünschte nur, sie wäre von Dauer gewesen. Wieso? Was ist denn passiert? Ich kann jetzt noch nicht darüber reden. Die Erinnerungen sind einfach zu schmerzhaft. Lass uns jetzt nicht mehr über solche Dinge reden. Wir müssen die Kultisten finden und sowas, ne? Also vielleicht kommen wir später darauf zurück. Wenn die Zeit gekommen ist. Ja, die Zeit ist auch dafür gekommen, diese Folge zu beenden, glaube ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Ausgeruht und frisch und voller Tatendrang, dieses Rätsel hier zu lösen. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.